Shlomo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute mache ich Nikolaus Gesichter aus Kekse. Und meine Tochter hat ein paar Freunde eingeladen und wir backen die Kekse und danach werden die Kinder die Kekse verzieren. Und wir machen danach was anderes auch. Und ich wollte zeigen, wie man einfache Sachen von zu Hause auch für ein Feier, für ein Nikolausfeier zum Beispiel machen kann. Nur was man zu Hause hat und das geht ganz einfach. Und jetzt zeige ich hier. Hier habe ich Teig. Ich verteile an die Kinder. Und jetzt, ich habe gestern Abend den Teig gemacht. So einfach, jeder kriegt ein Stück. Ihr könnt damit dann ausstechen, egal welche ihr wollt. So hier zum Beispiel das Rehkopf. Maris Malch und Maris wie nach Tuera Kich und Maris. Gramchow. Und jetzt zwischendurch basteln wir ein einfaches Stern aus Butterbrotpapier. So hier, Mahwei. Und jetzt die Kinder oder die Mädels machen das. Jeder macht für sich. So, könnt ihr anfangen? Sumu kuko shafiro. Nein, das weiß ich ganz sicher nicht. Man nimmt sich zehn Brottüten und legt die alle übereinander. So, und dann nicht wieder einer. So gemacht hat, dann meint er, man hat Buchstaben. Zuerst nimmt man andersrum. Andersrum. Und klebt in der Mitte, da sieht man so ein Streifen, da klebt man. Klaie Limaster, so, ja, genau. Einmal bis durch. Da, nicht bis Ende. Ganz gut. Bis hier. Okay, wie meine Mutter sagt. Und ein bisschen. Nochmal andersrum, dies da. Kibli ein bisschen, ja, ja. Mit Ran, Luhar, okay. Kursama auch hasse Mut. Jedes übereinander. Hast du das im Dachdörfer und mach halt die Dörfer. Was brauchst du? Und immer übereinander. Und ihr entscheidet euch für eine Richtung. Wenn die kleinere Seite immer nach oben zeigt, dann macht ihr es auch immer so. Den Boden muss man auch mit Kleber machen. Ja. Thank you.
Jetzt könnt ihr gucken, ob ihr es richtig gemacht habt, indem ihr es öffnet. Aber so sieht es richtig langweilig aus, deswegen könnt ihr da noch ein Muster reinmalen und dann ausschneiden. Also hier ein Dreieck. Ja, zum Beispiel macht man hier ein mehr, paar Dreiecke. Das ist zu klein, ein bisschen mehr. Zum Hasteraptor. Und dann harke ein Dach. Und hier oben ein Dach. Und hier oben kann man dann noch so machen. Ja, genau. Und dort schneidet man das dann aus. So ein schönes, einfaches Stern kann man für die Kinder basteln. Oder mit dem Kinder. Mit dem Kinder. Mit der Kinder. Nein. Jetzt mache ich den Zuckerguss. Hier habe ich Zitronenwasser. Immer ein bisschen. Und dann so vorsichtig, damit das nicht zu viel flüssig wird. Ist diese Konsistenz? Ja, Föhn. Achso. Ich hab Ahnung. Doch, wie sieht deine Mutter aus? Ich hab mich hier wohl. Lass mal das Pinke. Danke. Ich liebe dich. Ich meine dich. Und ich meinte, ich liebe dich. Achso, ich dich auch. Nein, oha. Anna, er filmt gerade Sophia. Oh. Hallo. Den roten Glasur und ich mache hier ein Nikolausgesicht. Hier habe ich Kokosnuss, ja. Dann streue ich auf den Bart und hier habe ich Mischmetani. Smarties. Ja, keine Werbung. Ich habe nicht so laut gesagt. Hashtag keine Werbung, Leute. Ja, und dann für die Nase auch hier. Ja. Jetzt habe ich mein Vater filmt. Hier habe ich Marmelade erhitzt ein bisschen. Das ist Erdbeermarmelade und das ist Aprikosenmarmelade. Und die mache ich die Augen so voll.
Engelsaugen. So mit einem Teelöffel. Einfach so rein. Also die Kekse kann man am Stiel machen. Hier habe ich so Holzstiele getan. Also die Nikolaus-Gesichter kann man auch so Stern und ja, alle sind so. Und auch ohne sind auch hübsch. Ja, das war's dann. Und Nikolaus bei uns heißt Morsoche. Morsoche, Soche heißt Sieg. Das ist aramäische Name. Und Soche kommt von Sochuto. Sochuto, Sieg des Volkes. Ich wollte die Geschichte erzählen, aber die Mädels haben keine Lust dazu. Leider. Das doch, ja, die geht auch ein bisschen lang. Also Morsoche, Nikolaus, der war Bischof. Der war Bischof, aber seine Eltern hatten zu viel, Reichtum. Die hatten viel Reichtum und er hat immer die Leute geholfen, die Kinder, die Armen, hat von klein noch geholfen. Also ich will die Geschichte nicht von vorne sagen, sondern ein bisschen so ganz kurz und grob. Ja? Und er hatte einmal ein armer, sehr armer Mann geholfen, der hatte drei Töchter, er wollte die verkaufen. Und Nikolaus hat gehört, dass der Vater so die Tochter zwingt zum Verkaufen oder so, das ist nicht schön. Und dann hat ein Klümpchen Gold im Fenster geschmissen einmal und hat der Vater die erste Tochter einen Mann gesucht. Früher war wahrscheinlich so, dass die Frauen Männer suchten, glaube ich. Und dann nächstes Mal hat er nochmal ein Klümpchen Gold im Fenster geschmissen. Denn der Vater war neugierig und wollte, wer ist das, der uns hilft, der meine Töchtern hilft. Und dann hat er sich versteckt. Beim dritten Mal, als Nikolaus kam und Gold geschmissen hat, dann hat der Vater gesehen. Und dann hat er erzählt, dass der Nikolaus so viel geholfen hat und ja, und die Geschichte geht so weiter. Der war ein guter Mensch und sein Vermögen von den Eltern hat er an die Armen verteilt. Hat alles gegeben und ja, er wollte immer Gutes machen. Ja, und das war's heute von mir. Ich wünsche euch einen schönen Nikolaustag morgen, falls der Video rauskommt, Montag, wenn wir es schaffen. Ja, ich wollte. ja. Also die liebe Mädels haben für mich auch Suryoyo Kitchen geschrieben. Ja, nochmal. So schön. Danke schön an euch. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag dann und tschüss bis zum nächsten Video. Tschüss. Heute möchte ich Nikolaus Gesichter aus Kekse machen. Und zwar habe ich ein paar Kinder dabei, die meine Tochter eingeladen hat, deren Freunde. Und wir verzichten danach die Gesichter, also Nikolaus Gesichter. Die Kinder lachen hinter mir, ich kann auch nicht. Schlummer und...